Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? So. Was ist denn da los? Und hiermit geht eine wundervolle Story los. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gehypt ich auf dieses Let's Play bin. Weil das Spiel einfach... Ach, verdammt. Ich hab mich total vergessen. Ist. Ja. Du bist kein Fossil. Noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Papa. Also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Ach ja. Und die Grafik sieht so krass aus. Ich freue mich einfach. Das Telefon ist tot. Es ist tot. Dann suchen wir mal Joel. Gucken, wo er sich versteckt hat. Dad? Die Serie ist ja erschienen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ich hab die gesehen. Und die Serie ist auch krass. So, Texas Herald. Anstieg von 300% aufgrund mysteriöser Infektionen. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Die bedrohlichen Lebensmittelüberwachung erweitert die Liste der kontaminierten Fürchte riesige Rückrufaktion erwartet. Die Behörde setzt ihre Untersuchung von möglicherweise mit Schimmelpilz befallenen Früchten im ganzen Land fort. Ursprüngliche Listen, die landesweit an Einzelhandel verteilt wurden, warnten vor Südamerika eingeführten Pflanzen. Aber jetzt wurde der Bereich auf Mittelamerika und Mexiko ausgeweitet. Mehrere Unternehmen haben bereits freiwillig ihre Lebensmittel aus dem Handel zurückgerufen. Die Behörde wird voraussichtlich eine erweiterte Liste von Lebensmitteln veröffentlichen, die unter Fortsetzung auf Seite 3. Polizei. Verwirrte Frau tötet ihren Mann und 3 weitere Personen. Eine Begegnung mit der örtlichen Polizei endet gestern Abend blutig, als die Polizei auf mehreren Notrufen im
Westlake Hills reagiert. Als die Beamten bei ihrem Eintreffen einen grausigen Tatort vorfanden, wurde sie von Sandra Rivers, die sich ohne Wissen der Polizei auf dem Gelände aufhielt, gewaltsam attackiert. Das klingt nicht so gut. Genau, die Serie ist erschienen. Daddy? Zum Spiel. Und ich muss sagen, die Serie hat mir persönlich gefallen, da erfährt man vieles auch vom Hintergrund. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los, es scheint, dass los, die Soldaten weg hinter mir... Was war das? Das war eine Explosion. Dad! Genau, in der Serie erfährt man viel, was hinter den Kulissen auch so wirklich passiert ist. Was ist bloß los? Und das macht die Serie auch irgendwie so spannend, weil da erfährt man viel Hintergrundwissen und sowas. Ein Telefon. Was man in der Serie gar nicht so mitbekommt. Na, was hier auf dem Telefon? 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? 8 verpasste Anrufe. Textnachricht von Tobi. Wo zur Hölle steckst du? Ruf mich an. Bin unterwegs. Oh, das klingt nicht so gut. Genau, das ist ja kein Blind Let's Play, aber vieles weiß man natürlich nicht. Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Wo ist er? Aber selber, ich habe das Spiel, glaube ich, nicht weit gespielt. Auf der PS4 damals. Es remastered. Da bist du ja endlich. Aber jetzt spielen wir das auf der PS5 zusammen durch. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her. Komm her. Hey. Jimmy, bleib los. Jimmy, ich warne dich. Nein! Geh. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, oh, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheint, sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Tommy. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir.
Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ja, das hätten wir vielleicht. Man kann nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Gar nicht gut. Alle Idioten hatten dieselbe scheiß Idee. Scheiße. Wir könnten einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel los jetzt? Ach du Scheiße. Dreh um. Oh mein Gott. Das sind wohl die Patienten. Tommy, Scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Ich glaube, das ist im Chaos. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Zurück, Kleines. Zurück. Mir geht's gut. Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns Deckung. Komm, Schatz. Halt dich fest. Okay. Ich würde sagen, das ist keine gute Ausgangslage. So, mach die Augen zu, Kleines. Schau, pass auf. Du bist so. Die explodiert alles. Leute, da brennen. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Irgendwie hab ich Tommy verloren. Oh, ich bring dich hier raus. Zurück, es sind zu viele! Hier lang! Durch die Gasse! Sollen wir das noch überleben? Keine gute Idee, aufzugehen. Er ist tot! Verdammt! Wir sind fast da! Wir sind fast da, Kleines! Sie kommen durch den Zaun! Ja. Lauf weiter! Macht, dass ihr wegkommt! Komm schon! Du! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Wir müssen ihm helfen! Wir sind fast da! Ach, der ist auch schon gut dabei. Sie kommen näher! Ja, der soll das überleben ohne Tommy. Dad? Er kommt immer näher. Also, das ist noch einer. Entschuldigung, wirklich. Ich
Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch.
Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, das sollten wir, aber bevor wir da hingehen, würde ich sagen, wir beenden erstmal die Folge mit diesem traurigen Übergang. Dennoch hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.